bewegen und rumlaufen und schneller sein und einfach so Gas geben, das fand ich schon immer irgendwie spannend. Nee, am Training hatte ich immer Spaß. Es war einfach der Wettkampf, der mir keinen Spaß gemacht hat. Das Ziel ist immer zu gewinnen gegen den Gegner. Also es geht nicht darum, okay, wir spielen heute gegeneinander und ist egal, wer gewinnt. Also Traum wäre es natürlich, wenn ich auch nächste Woche noch High Rocks Weltmeister werde, weil dann wäre ich nicht nur der beste deutsche Crossfitter, sondern auch noch der beste Deutsche oder allgemein der beste High Rocks Athlet sozusagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Traum und ja, er kann in Erfüllung gehen, glaube ich. They said we couldn't make it, said we couldn't pass the gates. So we just had to fake it, but brother, now we're all that remains. Now they're all trying to take us down, trying to push us around, scheming to steal the crown, trying to catch us on the ground. But the truth is they want the end of this, but I'm afraid that we're the talk of the town. Make it count! You're a lion waiting on your prey, a devil with a thirst for blood. Make it count! I'm a fighter making my way to the front line, and I do it for the love. Make it count! It's rough, will you run or will you hold your ground? Where you gonna go when the going gets tough? Will you run or are you gonna? Das ist wirklich komplett anders, das habe ich auch noch nie gemacht. Was, einen komplett neuen Sport zu erfinden und einen neuen Wettbewerb mit allem drum und dran, neuer Name. Wir müssen uns ja alles ausdenken, Regeln, Standards. Um einen perfekten Event hinzukriegen, müssen ziemlich viele Sachen funktionieren. Wir haben hier über 150 Helfer im Einsatz, die als Referee, als Judges auf der Strecke helfen. Wir haben ein Kernteam von 15 Leuten, das den Event auf die Beine gestellt hat. Wir müssen extrem viele Dinge koordinieren, Startzeiten, Gewichte müssen umgebaut werden. Wir müssen natürlich alle Zuschauer irgendwie glücklich machen, haben eine Entertainment-Zone. Es sind ziemlich viele Dinge, die hier funktionieren müssen. Musikkonzept, was dazu klappt, Zeitnahmesystem. Ja, das ist eine Menge, was in die Hose gehen kann. So. Mit dem Licht, da müssen wir noch dran arbeiten. Es wird spannend, ob wir das morgen zum Rennen ein bisschen heller kriegen. Aber sonst ist die Halle mal der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, eine würdige Location für High Rocks One, unsere erste Weltmeisterschaft. Also das Erlebnis ist sowieso immer ganz anders als alles, was es bisher eigentlich an Mass Participation Events gibt, weil es viel kompakter ist, weil wir Indoor sind. Dadurch haben wir die Musik und die Lichteffekte, die du so gar nicht Outdoor machen kannst, also egal welchen Event du nimmst. Und ich habe eigentlich alle, die es gibt, organisiert oder war mal an einem beteiligt. Das ist dann eine völlig andere Atmosphäre. Ja, all das zusammen schafft ein ganz besonderes Erlebnis, aber es ist natürlich auch anstrengend. Das ist, so ganz einfach ist es nicht. Also natürlich hat High Rocks auf jeden Fall den Vorteil, dass alle Übungen im Prinzip funktional sind. Also das heißt, der Körper ist dafür rein theoretisch gemacht.
So. Das heißt, ich bin fürs Laufen gemacht. Jeder Mensch kann eine Kniebeuge. Das heißt zum Beispiel jetzt die letzte Übung, der Wallball, das ist eine natürliche Übung. Etwas tragen beim Farmer Walk ist natürlich Rudern. Im Endeffekt, wir haben eine Kniebeuge und einen Zug. Das sind also Schiebeschlitten, etwas wegdrücken, schieben. Das ist halt alles was, wofür der Körper wirklich quasi geboren worden ist, sag ich mal. Man kann sich halt wirklich optimal darauf vorbereiten und sagen, alles klar, jetzt kann ich meine Leistung auch abrufen. Und dieses Vorhersehbare ist, finde ich, in dem Fall einfach mal sehr, sehr, sehr angenehm. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen anders. Und dadurch kann man sich, finde ich, viel, viel besser miteinander vergleichen. Und das ist halt was für ein CrossFit sehr schwer ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt, letzte Woche bin ich Erster geworden und nächstes Jahr zum Beispiel werde ich dann Dritter und dann sagen die Leute, boah, das ist aber schlecht. Jetzt ist er nur noch Dritter geworden. Ja, man darf aber nicht vergessen, es sind halt Workouts, auf die kann ich mich nicht vorbereiten. Und beim Hyrox ist es eben wirklich so, ich kann mich super darauf vorbereiten, ich weiß, was kommt und dann kann ich Gas geben. Also ich nehme auf jeden Fall extrem viel Training mit im Ausdauerbereich. Und ich würde sagen, auch vom Kopf her ist es halt so, dass mein Leben quasi immer auf einem Wettkampf basiert hat. Ja, Imkat hat den Vorteil, dass sie eben ja eigentlich aus dem Laufsport kommt. Und das ist auch quasi ihre Stärke, aber ihr Fokus im Training liegt halt quasi auf dem Kraftbereich. Ich konnte mir darunter gar nicht so richtig irgendwas vorstellen. Aber natürlich habe ich da auch Blut geleckt, so was wir da schon gemacht haben an Sachen, das hatte ich alles noch nie gemacht, also außer Laufen und Lunges. Also so bei Skiergometer, nicht mal Rudern habe ich vorher gemacht, also das waren alles so Sachen, das war schon eine Herausforderung. Und das hat mich dann tatsächlich bei Hyrox so gereizt, dass es irgendwas ist, was noch keiner in der Form gemacht hat und wo keiner weiß, schlägt mir das jetzt eher auf die Ausdauer oder brauche ich dafür total viel Kraft? Also das wusste man irgendwie gar nicht so richtig. Mein Vater, der eben auch Leichtathlet war, der unterstützt mich natürlich beim Sport auch total. Einfach weil ich weiß, dass ich mit ihm immer reden kann, wenn ich irgendwie noch eine Frage habe oder wenn ich mir unsicher bin, ob ich irgendeinen Wettkampf machen soll oder ob ich mein Training mal umstellen soll. Oder natürlich ist es auch ganz oft schwierig, auf seinen eigenen Körper zu hören. Also das muss ich zumindest noch total lernen. Ich glaube, bei mir hängt es auch viel damit zusammen. Ich hatte das mit diesen Emotionen, die einfach der Sport für mich bedeutet und ausschüttet. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte 2009, da ist meine Mutter verstorben und da hatte ich davor diese Zeit, wo ich einfach, man konnte, weil sie sehr krank war, man konnte an nichts anderes denken und der Sport war eigentlich die einzige Zeit, wo man wirklich an nichts gedacht hat und einfach sein Training gemacht hat und auf seinen Körper gefühlt hat und der Kopf war aus. Dann haben wir ein super Operations-Team, die das natürlich auch massentauglich machen von den Abläufen her, vom Equipment, dass es keine Staus an den Stationen gibt, wie das mit den Startwellen, ist die Laufstrecke breit genug, so, das muss alles passen. Also das Konzept kann so gut sein, wie es will, wenn du dann keine Operations dahinter hast, dass du dann auch 1000, 2000, 3000 Leute unterkriegst, dann funktioniert das nicht. Also ich als Laie, Hyrox Laie, muss ich ja tatsächlich gestehen, würde sagen, Hyrox ist die gesunde Version des CrossFits, soll ich das so sagen eigentlich? Wow. Denn für mich ist der aerobe Charakter, dass du laufen musst dabei, ist der große Unterschied und das macht es möglich, es für jeden zu absolvieren. Und ich war auf der Hyrox-Seite, da gibt es Workouts, die kannst du machen mit Gewicht im Gym, ohne Gym, zu Hause.
Und ich finde, das ist das Charmante, dass es tatsächlich Sport für jedermann ist. Ohne jetzt unbedingt Gym-Mitglied zu sein, kannst du Sport machen und dich fit machen. Und man sieht es ja auch hier, jetzt wo nicht die Profis unterwegs sind, Frauen, Männer, jede Altersgruppe sind hier. Das, finde ich, macht das Ganze so charmant. Das ist für mich, so sage ich mal, der Inbegriff von High Rocks. Zusammen im Team? Ja, allein. Ja, dann seid ihr gegen Jungs von mir auch dran. Wir haben einfach mitgemacht. Da hängen wir uns ran. Ja, sehr gut. Seht ihr. Sehr gut. Super, viel Spaß dann. Ja, ebenso. Bis dann, ciao. Also ich habe klar gute Konkurrenten. Joscha und alles, sehr viele Leute dabei. Aber ich versuche, also ich habe mein Training war sehr, sehr gut in den letzten Wochen. Und ich bin auch ein bisschen stärker geworden. Und ich denke mal, es wird ein hartes Rennen vorne, aber ich will schon zeigen, wer der Chef im Rennen ist. Es gab auch zwei Laufrunden, hier haben wir drei. Bitte merken, dass wir wirklich jedes Mal drei. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Workout hier nicht einfach so entschieden wird, wo man sagt, okay, ja, Lukas hat sich vielleicht extrem gut darauf vorbereitet. Glaube ich, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich hoffe, er hat heute einen schlechten Tag. Ich hoffe, ich habe heute einen guten Tag. Und dann ist, glaube ich, alles möglich. Na? Jetzt langsam geht's los, ja. Ja. Wir haben ja eigentlich dieses technische Briefing, aber mir wurde gerade schon empfohlen, das einfach sausen zu lassen. Kein Hexenwerk. Also habe ich ja schon fünfmal gemacht. Eigentlich weiß ich, wie es geht. Elite Wave Man, bitte einmal hier sammeln und aufreihen mit der entsprechenden Nummer auf eurer Brust. Luke vorne, dann Joshua und dann bitte aufreihen. You can look but don't touch, yeah. You gon' leave empty handed, yeah, yeah. I'm a psycho trip lunatic on the run fugitive. Also es ist ja Wahnsinn, es hört sich an wie ein Fußballspiel. Also ich war eben kurz davor und man hört den, ich weiß gar nicht, wer das gerade kommentiert, aber das hört sich original an wie irgendwie so ein Champions League-Spiel. Also richtig gut. Es gibt natürlich zum einen die Leute, die bei so einem Wettkampf teilnehmen, weil sie gewinnen wollen. Und das ist auch toll und ich finde es schön, dass es so einen guten Ansporn geben kann. Ich persönlich gehöre eher zu den Leuten, die am Ende des Wettkampfes sagen wollen, geil, ich habe hier gerade ein richtig cooles Training gehabt oder ich habe gerade richtig Gas gegeben. Okay, gut. Also, dann ist das für die meisten nicht relevant, aber wir haben ja hier die Station Nummer 8 in Karlsruhe, ist das einzige Event jetzt in der vergangenen Season gewesen, wo wir die Wallboards
innerhalb der Rockzone hatten. Einfach dieser Vibe, der so vor so einem Wettkampf entsteht, wenn sich einfach alle gegenseitig nochmal so sehr nervös machen oder so. Viele brauchen das ja auch. Für mich ist das eher unangenehm. Also ich habe immer einen Trigger dabei. Ich habe Eier dabei. Proteinriegel. Wasser. Und ganz viel Quatsch, der mich davon abhält, das zu finden, was ich suche. Also zu gewinnen bei einem Wettkampf war für mich noch nie entscheidend und ist auch beim Hyrox für mich nicht entscheidend. Für mich ist wirklich das Wichtigste, dass man nach dem Wettkampf sagen kann, okay, ich habe wirklich alles, was heute in mir gesteckt hat, habe ich hier rausgeschüttet. Und ob das der erste, der letzte oder irgendwo dazwischen wird, das ist dann echt nicht wichtig. Elite Wave Woman, bitte einmal hier sammeln und aufreihen in der Reihenfolge mit der Nummer auf eurem Trikot, bitte. Elite Wave Woman, bitte einmal hier versammeln. How's the living in my review? I'm always one step ahead of you, you, you. I'm a psycho trip lunatic on the wrong fugitive. Das Gefühl, das ich dann auch wieder beim Hyrox hatte, schon überragend. Also dieser komplette Fokus auf das, was man in dem Moment macht, das ist Wahnsinn. Unterstützung. Grundsätzlich wäre das Ganze eben nicht möglich. Deshalb ist es umso schöner, umso mehr Leute, die auch in dem Engkreis sind, dabei sind. Weil ohne diese Personen schafft man einfach Sachen nicht. Ne? Das ist egal, wo man anfängt. Man braucht immer Hilfe. Wenn man erstmal irgendwie in die Rockzone läuft und auf einmal steht man und sagt, okay, wo soll ich hin? Links, rechts, geradeaus. Weil in dem Moment, ich kann es nicht ändern. Wenn der jetzt besser ist als ich, kann ich es in dem Moment nicht ändern. Ich muss aber meine bestmögliche Leistung bringen, weil am Ende des Tages gibt es halt irgendwie 8 Workouts. Manche Workouts sind deutlich schwerer, weil man das nicht so oft macht, so wie der Schiebeschlitten zum Beispiel, wo man sich einfach wirklich durchquälen muss, aber wo der Körper extrem viel Energie braucht, schon relativ früh in einem Workout. Here comes the fever. Here comes the fever. Es ist halt schwer zu beschreiben. Jeder, der das schon mal gemacht hat oder auch jeder, der schon mal schwere Kniebeugen sowas gemacht hat, der weiß, wenn der Oberschenkel erstmal anfängt zu brennen, gerade mit einer extrem hohen Herzfrequenz, dann ist das einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Mein Herz-Kreislauf-System sozusagen sagt, alles klar, da geht noch was, du kannst ruhig weitermachen, aber der Muskel, der sagt, nee, geht nicht. Also es ist ja so, beim Hyrox, wir laufen ja den letzten Kilometer von den 8 und dann geht es ja zu den Wallboards. Dann kommt es so ein bisschen, glaube ich, auch darauf an, ja, wer länger die Zähne zusammenbeißen kann, wer dort die Wallboards sozusagen noch durchziehen kann. Man hört vielleicht sogar noch, wie viele Wiederholungen die der andere gegenüber hat oder neben einem. Und das natürlich, das spornt einem extrem an. Where are we now?
früh so losgelaufen? Komm jetzt! 40 hier vorne bei Lisa. Komm jetzt! Komm! Jetzt haben wir eine Weltmeisterin! Viele, die in so einen Wettkampf reingehen, nur mit dem Gedanken zu gewinnen. Doch das Wichtigste ist, da ist dann mal viel in der Zeitpunkt, dass sie dann demotiviert werden, weil sie denken, scheiße, jetzt bin ich so weit hinten, jetzt hole ich nicht mehr auf. Und ich persönlich habe ja eher den Anspruch, dass ich die Meinung 100% gebe. Und das ist eben das, was mir geholfen hat, dann einfach weiterzumachen. Und nicht drauf zu gucken, scheiße, wie weit sind die anderen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, die Medaille, die wird nicht bei mir bleiben. Die haben eigentlich meine Kumpels verdient, weil die müssen mit mir schon viel mitmachen. Also es ist unsere Medaille, nicht meine. Natürlich abgegangen wie eine Rakete da vorne. Ich dachte, okay, ganz vorne mitlaufen muss ich am Anfang nicht. Ich komme eigentlich eher auch immer erst am Ende so und habe dann auch beschlossen, mein Tempo so durchzuziehen. Beim Schiebeschlitten ist die hintere Kette leider ein bisschen zu fest geworden. Das war ein bisschen ungünstig. Habe ich nicht so erwartet, sagen wir mal so. Das hat das Laufen so ein bisschen beeinträchtigt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass ich eigentlich bei den Übungen wieder ganz gut rangekommen bin, aber beim Laufen hat mir heute irgendwie so ein bisschen der Dampf gefehlt. Aber super starkes Feld gewesen heute, super gutes allgemeines Tempo, glaube ich. Ich glaube, so viele Top-Zeiten gab es in den ganzen Events sonst nicht. Deswegen bin ich trotzdem mit meiner Leistung auf jeden Fall zufrieden und ja, bin froh, trotzdem dabei gewesen zu sein. Das ist mein Job, ne? So, jetzt müssen wir weitermachen. Genau. Aufhören jetzt hier. Das ist schon crazy. Also manchmal muss man sich auch so ein bisschen selber kneifen, weil ich meine, wir stehen hier jetzt ja wirklich in einer Halle und ich weiß nicht, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es sieht einfach schon echt imposant aus. Und wenn ich überlege, dass wir vor 2 Jahren irgendwie da saßen und dann so die ersten Scribbles gemacht haben davon und jetzt stehst du halt hier und das ist irgendwie so fertig. Es ist schon strange, es ist schon echt komisch, aber ich liebe es. Das Feeling ist einfach schön. Ich mag das ja, dieses Feeling, wenn irgendeine Aktion da ist, wenn eine sportliche Event einfach da ist. Das ist einfach was Tolles. Deswegen liebe ich auch mein Triathlon oder wenn ich Halbmarathon laufe. Das ist einfach schön. Und das ist hier eben auch. Das kann man eigentlich fast gar nicht beschreiben. Das ist, man geht aber mit. Ich war die letzten beiden Tage auch für den Aufbau hier. Das Team ist wirklich toll, alles super, super nette Leute. Auch wenn man sich eigentlich noch nicht kennt, hat man wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Heute hier
auch Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen. Die letzten Tage wurde immer schon gefragt, wann es losgeht, was sie überhaupt ist, was auch HYROX überhaupt bedeutet. Und ja, heute ist herrlich. Also wirklich tolle Stimmung. Einfach, dass jeder hier sein Limit erreicht. Und das checken die Leute auch. Und es ist so geil, das zu fühlen. Und das merkt man nicht nur hier bei den Wallballs. Man kriegt auch immer einen coolen Spruch auf der Strecke. Man feuert sich gegenseitig an und so. Es ist mega geil, echt. Ja, es wird immer höher, schneller, größer. Wir gehen ja jetzt in die USA. Und das ist natürlich nochmal, das ist auch noch irgendwie so surreal. Weil das wäre das erste Mal in der Geschichte, dass ein deutscher Fitness-Fan drüber schwappt. Und ich glaube aber, wir haben genau den Zahn der Zeit getroffen. Und ich glaube, wir haben auch genau mit dem amerikanischen Publikum einfach auch dankbares Publikum, weil die haben halt Bock auf sowas. Ne? Die machen das schon jahrelang und die sind halt einfach von der Mentalität her ganz anders. Die machen einfach und sind dabei und denken nicht so viel drüber nach.